So, herzlich willkommen auch auf YouTube zur zweiten Kampagne von Resident Evil 6. Noch ein. Chris Redfield. Das sah irgendwie räudig aus, das Essen, ne? Normal sieht Essen in so Games und so immer übel geil aus, aber. Die Steaks sind nicht besonders gut hier. Nicht so wie zu Hause. Vollmachen. Sie haben genug. Hör zu, Süße. Du sollst Drinks ausschenken und gut aussehen. Also halt einfach den Mund. Du verschwindest jetzt sofort aus meiner Bar. Ich weiß nicht wohin. Was ihr Samolia da ordnete. Ich sagte, sie will, dass du verschwindest. Der hat eine Flasche in der Hand. Ich weiß nicht, ob das so. Hätte nie gedacht, dass Chris Redfield mal in so einem Drecksloch landen würde. Wer zur Hölle bist du? Pierce. Pierce Nevins. Noch nie gehört. Und das hier? Davon schon gehört? Aber mit ihm war er ja die ganze Zeit unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht. Sie erinnern sich wirklich an gar nichts, oder? Bioterrorismus. Bio. Ihre Vergangenheit wird sie einholen, Chris. Egal, wohin sie gehen oder was sie tun. Wer bist du? Was soll das hier? Okay. Sie erkennen mich nicht. Aber was ist mit dem? Hier. Los, schauen Sie hin! Das waren Ihre Männer. Männer, die unter Ihrem Befehl starben. Sie sind es Ihnen schuldig, sich zu erinnern, Chris. Wenn Sie jetzt aufgeben, war das hier alles umsonst. Es reicht! Verdammt. 6 Monate suche ich nach Ihnen. Und was muss ich vorfinden? Digga, imagine, du chillst in irgendeiner Bar mit 4 Promille, Alter, und dann, quatscht dich einer so an. BSA. Ja. Dort gehören sie hin. Alle warten auf sie. Alle. Wir werden sie zurückbringen, Captain. Ob sie wollen oder nicht. Oh shit, die komplette Bar gehört dazu? Ich kann nicht länger davonlaufen. Ich muss mich der Wahrheit stellen. Verantwortung übernehmen. Nur so werde ich mich erinnern können. Nur so bekomme ich mein Leben zurück. HQ an Alpha Team. Die Mission lautet unverändert. Okay. Unterbinden Sie den Ausbruch und rücken Sie vor zu Position Peak Ass. Verstanden. Bereiten Vormarsch zu Kreuz 8. Wir werden uns bis Peak Ass durchschlagen und die UN-Arbeiter finden. Oh, eine Sache habe ich tatsächlich vergessen. Mal gucken, ob ich das vielleicht nachher noch mache, weil das fand ich an sich eine ziemlich coole Sache. Ich habe ja in OBS verschiedene Audiofilter. So, musst du einfach machen, weil ansonsten. Oh, hier kann ich auch runter. Okay. Weil ansonsten klingt dein Mikrofon einfach nicht so geil, beziehungsweise professionell. Also, nur mal als Beispiel habe ich halt, oder haben eigentlich alle Streamer auf ihrem Mikrofon ein Limiter, einen Kompressor. Das heißt, wenn ich leise rede, wird die Lautstärke angehoben. Wenn ich schrei, wird die Lautstärke abgesenkt, damit ihr nicht so einen krassen Geräuschpegel habt, zum Beispiel in meiner Stimme. Wenn ich jetzt mal irgendwie lauter rede oder irgendwie, das wird dann halt immer ein bisschen angepasst. Und ich habe heute tatsächlich herausgefunden,
Es gibt auch... Echo an HQ. Feindbegegnung bei Karo 3. Es gibt auch Audio Ducking, nennt sich das. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich geile Sache. Audio Ducking ist im Endeffekt einfach nur, wenn ich rede, wird das Spiel automatisch einen Ticken leiser gemacht. Und ich habe ja immer das Problem, dass ich das Game relativ leise machen muss, damit ich eben nicht übertönt werde, wenn ich spreche. So, und das heißt, wenn ich... Und dann hört man halt die Dialoge recht leise, was, glaube ich, nicht so geil ist. So, wenn ich jetzt das Audio-Ducking aber anmache, kann ich mein Spiel lauter stellen. Weil wenn ich dann rede, wird das Spiel automatisch einen Ticken leiser gemacht. Und wenn ich nicht rede, hört ihr das Spiel... ist am Schauplatz eingetroffen. Geht denn jetzt ab, Alter? Hallo, dürfte ich Sie um einen Kommentar bitten? Hallo, hängt dieser Ausbruch mit der Situation in den Staaten zusammen? Sehr gut. Ist die BSAA auf... So, das heißt, ich kann das Game einfach ein bisschen lauter machen. Und wenn ich rede, wird es automatisch einen Ticken runtergeregelt. So, fände ich an sich eine ganz geile Sache. Muss ich aber, habe ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt. Muss ich nachher mal gucken, wenn ich vielleicht eh Pause mache, um was zu essen. HQ kommen. Auf Route 4 sind Zivilisten und Feinde. Gibt es eine Alternative? Oh, Alter. Verdammter. Okay, was jetzt? Alpha-Team, ändern Sie den Kurs von Route 4 zu Route 9. Rücken Sie durch das Gebäude in Kreuz 6 Richtung Ziel vor. Ich bin aber gespannt auf unsere Waffenauswahl hier mit Chris, weil er ist ja schon so ein bisschen mehr Army als Leon. Ob wir da vielleicht irgendwie heftigere Waffen kriegen oder so. Alpha ist unterwegs nach Pegas. Nach ihrem Treffen mit Delta geht die Operation weiter wie geplant. Alter, sein Inventar sieht ja auch anders aus. So, ein bisschen Heal. Okay, Stand jetzt haben wir eine Pistole und ein taktisches Sturmgewehr. Ich glaube, ich würde mal mit der Pistole anfangen. Für die... Geht denn jetzt ab? Oh, nice. Ich weiß bis heute nicht, was mir die Dinger bringen. Wahrscheinlich gar nichts. Irgendwelche Skins oder Figuren im Hauptmenü oder so. Bruder, wohin mit dir? Sind hier schon Zombies oder sind wir hier noch... Alter. Bitte sofortige Unterstützung. Verstanden. HQ an Charlie. Helfen Sie Bravo bei Herz 4. Alter, by the way, habe ich heute einfach Hotdogs gefrühstückt. Ich frühstück normal nie. Also ich bin absolut kein Frühstücksmensch. Normal ziehe ich mir früh einfach irgendwie zwei Kaffees rein. Sollen Sie mal mit uns probieren. Und am besten noch ein Red Bull hinterher, aber ich esse normal nichts. So, und dann esse ich erst, teilweise esse ich sogar erst abends. Ich weiß, es ist ungesund, aber ist halt so. Geht klar. Teilweise esse ich dann noch mittags was, aber früh never. Alter, heute Morgen, ich habe mir einfach Hotdogs gegeben. Es heilt sich selbst. Wow, Alter, seit wann können die scheiß Zombies schießen? Okay, wie oft, steht der nochmal auf oder haben wir es dann? Okay, das war's. Okay, wir haben neue Zombies. Die Zombies stehen jetzt wieder auf. Alles klar. Scheiße, ich bin actually gar nicht live auf TikTok. Let's go. Mal gucken, was da so geht um die Uhrzeit. Aber ich denke, wenn wir so früh morgens streamen, wahrscheinlich auch weniger. Aber du hast natürlich auch weniger Leute, die um die Uhrzeit einen Stream anschauen. Ich weiß nicht, wie sich das, ob du dann im Schnitt mehr Leute hast, weil du ja weniger Streamer zur Auswahl hast. Weil die meisten streamen natürlich erst abends. Oder ob du weniger hast, weil es natürlich auch weniger Leute angucken um die Uhrzeit. Schlecht. Warte mal.
ist das hier, ich kann Pause machen, ist das der Helikopter aus Teil 1, der runtergeflogen ist? Kann das sein? Darf ich die Kamera irgendwann wieder woanders hinbewegen? Nee, okay. Ich muss ein Ende setzen. Okay, wir haben auf jeden Fall jede Menge Explosionen hier. Alpha Team, rücken Sie auf Route 9 vor. Nehmen Sie eine Seitenstraße, um Peak Ass zu erreichen. Peak Ass, okay. Ich versuche noch zu verstehen, was ich gerade sehe. Ich auch. By the way, habe ich immer noch den Scheiß-Song als Ohrwurm, den ich euch gerade gezeigt habe. Es ist so schlimm. Aber Sie sind offensichtlich es ist so schlimm. Sparen Sie sich das. Bereit? Ich kenne nicht mal den Anime dazu. Es ist einfach nur dieser Kack-Song. So, hier ist nichts, oder? Warum gibt es das hier? Einfach so. Was ich mich auch frage, sind wir jetzt in jeder Kampagne zu zweit? Oder nur in manchen? Weil die erste war ja Chris, Leon und Helena. Das hier wird jetzt Chris und ich weiß nicht mehr, wie er hieß sein. Aber ich glaube, mit Ada sind wir wahrscheinlich alleine, oder? Ada war ja allein unterwegs. Würde keinen Sinn machen, wenn sie jetzt... We'll see. Wir werden es rausfinden. So. Ich wusste sogar, dass er da ist, weil ich ihn atmen gehört habe, mich trotzdem erschreckt. Gut. An was ist er jetzt gestorben? Ja, okay. Ich dachte gerade, yeah, ich habe ihn gerettet und auf einmal klappt er zusammen. Obwohl nichts passiert ist. Starke Rolle, starke Rolle. Ciao. Echo an HQ, wir bekommen Probleme. Ziehen uns aus Kamo 3 zurück. HQ an Echo, erbitte sofortigen Statusbericht. Was ist los? Sind in Unterzahl! Es sind zu viele! Wir haben keine Wahl, wir müssen uns zurück. Stimmt, wir haben ja noch unsere Fähigkeiten aus der ersten Kampagne, die sind ja mitgewandert. Das heißt, wir haben noch unseren Schusswaffenschaden, Crit hatten wir und ich glaube Verteidigung. Und wir können natürlich weiter skillen. Oh, ein Bonsai. Das Aiming, ne? Ich bin immer noch, wir haben bald keine Muni mehr. Ich bin immer noch triggert, dass der rote Punkt von dem Laservisier einfach nicht in der Mitte von dem Fadenkreuz bleibt. Also sobald du halt auf den Gegner ziehst, wandert dieser rote Punkt nach oben, nach links. Das ist so weird. What the fuck? Okay. Ii.
Digga, er sieht aus wie eine fucking... Seine Augen sehen aus wie eine fucking Spinne, Alter. Okay, Wir waren gerade Zeiger einer Klavo-Mutation. Schießen! Sie dürfen nicht näher kommen! Wie immer natürlich die Frage, wo... Oh fuck, ich dachte, er ist der Einzige. Wow, 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 chill. Ich weiß halt nicht, wo ich ihn hinschießen soll. Ob Headshots irgendwie am effektivsten sind oder auf seinen Arm? Ja, wenn natürlich jetzt der rote Punkt hier in der Mitte von meinem Fadenkreuz wäre, das wäre... Oh, alter Junge, er gibt ihm ja den übelsten Haken. Oh mein Gott, er hat ihn einfach verprügelt und er ist dran gestorben. Okay. So. So, gibt's hier irgendwas? Geht er wieder auf? Ja, oder? So, gut. Sie beide bleiben hier und kümmern sich um die Verwundeten. HQ, hier Alpha Team. Vier von uns sind jetzt auf Route 9. Aber ey, wisst ihr, was so richtig geil ist? A, wenn ihr frei habt und ausschlafen könnt. Aber wisst ihr, was noch geiler ist? Wenn ihr frei habt, früh aufwacht und fit seid. Ihr habt einfach frei, ihr wacht um 8 Uhr auf und ihr denkt nicht so dieses, ich drehe mich nochmal um, was ja eine super geile Sache ist, was ich auch liebe. Aber ihr wacht einfach um 8 Uhr auf und habt gar nicht das Bedürfnis weiterzuschlafen, weil ihr irgendwie topfit seid. Also ich bin natürlich schon noch ein bisschen müde, einfach weil ich noch nicht so lange wach bin. Aber es ist schon was Feines. Feind gesichtet, in Deckung! Ich wünsche, dass jemand vorrückt. Ducken und zielen, das reicht. Also ich schlafe auch echt gern mal länger. Aber dieses früh aufstehen und so den kompletten Tag haben, das ist schon übel geil. Also wenn du jetzt so irgendwie bis 14 Uhr pennst oder so, ist halt schon geil, aber... Alter, wer ist er und wo kommt er her? Da muss ja nicht 14 Uhr sein, aber grundsätzlich so dieses Schlafen bis mittags. Ist schon geil, aber du stehst einfach auf, dann isst du erstmal Mittagessen und dann ist es einfach fucking Nachmittag. So, dann ist der halbe Tag einfach schon rum. Und so um 10 Uhr aufstehen ist natürlich schon ultra geil. Oder um 8 oder whatever, irgendwann morgens halt. Vor allem, wenn du fucking Resident Evil 6 hast, das du noch durchspielen musst. Ich bin echt gespannt. Also wir haben heute sehr, 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 sehr viel Zeit. Ich bin wirklich gespannt, wie weit wir mit dem Game kommen. Also absoluter Traum wäre natürlich, wir haben es heute Abend durch. Glaube ich aber nicht, weil wir haben noch 3 Kampagnen. Aber das wäre natürlich, wenn es irgendwie trotzdem klappt, oder? Also die Kampagne von Ada soll wohl recht kurz sein. Wir haben den Kontakt zur Aufklärungseinheit verloren. Seien Sie vorsichtig. Verstanden, HQ. Oh shit! What the fuck? Alter, jetzt geht das wieder los, ne? Junge, Alter, er geht ja übelst ab im Nahkampf. Holy shit.
Scheiße! Mann verloren! Oh nee. Bravo an HQ. Wir neutralisieren mit Charlie-Team Feinde bei Herz 4. Es sind schwere Verluste. HQ verstanden. Okay, der war jetzt irgendwie ultra schnell tot, obwohl der mutiert war. What the fuck? Hä, die sind ja richtig scheiße. Der vorne hat Also vorne der Typ mit dem Arm, der hat ja übelst viel ausgehalten. Aber die waren jetzt irgendwie echt kacke. Shit, ich habe kein Wasser hier. Nur eine leere Flasche, die ich mir hingestellt habe, um die aufzufüllen, und dann habe ich es nie gemacht. Okay, egal, hole ich mir nachher. Ich habe eh noch Kaffee. Warte, den können wir packen, ne? Jawohl! Jo. Wäre natürlich geiler, er killt ihn hier oben. Es wäre natürlich deutlich geiler, er killt die hier oben, falls die irgendwas fallen lassen, Munition oder so, damit ich das hier habe. Wenn er sie da runterwirft, komme ich da natürlich nie mehr ran. Aber. HQ an Alpha Team. Das Wohngebäude, das vor Ihnen liegt, ist das Peak Ass. Dort werden die UN-Mitarbeiter als Geiseln festgehalten. Befreien Sie sie. So. Oh, schlimmer. Oh, Digga, wir sind fast tot. Die machen ja übelsten Damage mit ihren Waffen. Wäre natürlich auch eine Idee, wir zocken jetzt whatever, 4, 5, 6 Stunden Resident Evil. Also mal Chris Kampagne hier. Und dann zocken wir heute Abend noch irgendwas anderes. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber eigentlich würde ich schon gerne Resident Evil 6 so schnell wie möglich durchzocken, deswegen. Wir schauen mal. By the way, habe ich mal meine Planung angeguckt im März und allgemein so jetzt im Februar. Jo, warum kann ich nicht aimen mit der Maus? Ich bin irgendwie, ich habe jetzt anderthalb Wochen Urlaub. Also den... Alter Junge, komm da runter. Voll der Scheiß. Ich habe jetzt anderthalb Wochen Urlaub. Dann komme ich wieder. Dann bin ich irgendwie 4 Tage da. Dann bin ich geschäftlich in Schweden. Nach Schweden habe ich irgendwie nochmal anderthalb Wochen. Und dann bin ich wieder 3 Wochen im Urlaub. Auch einfach nur geil. Ich habe richtig Bock auf die erste Hälfte von diesem Jahr. Es wird einfach nur geil. Vor allem Schweden wird einfach nur... Oh mein Gott, ich freue mich so sehr darauf. Warum muss er immer hinfallen, Alter? Warum muss er immer hinfallen und liegen bleiben? So, komme ich hier hoch? Ja, sehr gut. Okay, was ist... Wo müssen wir hin? Ah, okay. Let's go. Roger.
Warum? Warum klappt nicht mal irgendwas in diesem Game? Hey Pierce, ich habe hier ein kleines Problem. Ja, das. Kann ich schießen von hier? Nee, gell? Scheiße. Ich finde es so unfair, dass ich hier Damage bekomme an dieser, aber wir erholen uns wieder. Ich brauche hier Hilfe. Kommen Sie so schnell wie möglich her. Wir werden vom HQ Hilfe anfordern. Sie beide gehen zum Peak Ass. Verstanden. Muss ich einfach mal geben, dieses Game hier hat einfach immer noch irgendwie 80% positive Bewertung auf Steam oder 79. Aber die sind halt wahrscheinlich einfach von 2012, als es rauskam. Ich meine, gut, ich weiß auch nicht, wie ich 2012 über das Game hier gedacht hätte. Man vergleicht es natürlich immer mit einer heutigen Sicht von Videospielen und nicht mit was ist zwei. Aber wenn ich überlege, 2013 kam The Witcher raus. Also das war ja auch das, was ich gesagt habe, als wir angefangen haben, das Game hier zu zocken. Das Game wird sich halt mit. Bleib mal liegen. Das war daneben. Das Game hier wird sich halt mit einem The Witcher messen müssen. Mit einem Mass Effect 2. Da muss ich halt sagen, also Mass Effect 2, wo ich heute noch, und ich habe es ja in der Legendary Edition nochmal gezockt jetzt vor kurzem, ist halt schon ein anderes Level. HQ an Bravo. Ich höre Dinge. Wieder also oben ist einer. Okay, das ist Sturmgewehrheim hier, glaube ich, gerade. Nein, 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 nein. Hör auf, hör auf, hör auf. Ich höre immer noch irgendwen atmen. What the fuck, wer ist er denn? Die fliegen einfach über mir hier rum, Digga. Okay, das muss ich sagen, ist ein Pluspunkt. Es gibt neue Gegnertypen. Da ist noch einer. Also sie haben nicht einfach nur alle Gegner reused, die es schon gab, sondern es gibt jetzt auch Fledermaus-Zombies, die fliegen. So, wir müssen da rüber. Wir gucken einmal, was hier hinten ist. Gar nicht. Okay. Gut. Loot. Gib mir Loot. Kommen wir von da? Oder was ist hier? Nee, ne? Oh, oh, wichtig. Alter, wie weit können wir denn zurücklaufen? Ich glaube, das war's, ne? Okay, sehr gut. Aber hat sich gelohnt. War in Ordnung. War in Ordnung.
Roger. HQ an Alpha Team. Sie haben Peak Arts fast erreicht. Ach, shit. Ich wollte mal auf die Uhr gucken, wie lange wir wirklich brauchen für ein Chapter. Was? Eine Panzerfaust? Wo? Bravo an HQ! Wir haben hier ernste Probleme! Ich glaube, wir schaffen es nicht rechtzeitig zu Alpha! Hier, HQ. Verstanden. Tja, bleiben wohl nur noch wir beide übrig. Alter, die stehen immer auf einmal neben mir, Junge. Wo hat er denn hingeschossen? Okay. Ich habe ihn wieder geparried und da ist noch einer hinter mir. Sehr gut. Es sind noch mehr, ne? Aber... Okay, das ist er. Nice. Also ich meine mir wirklich einzubilden, dass wir deutlich öfter critten, seit wir das geskillt haben. Also sie sterben deutlich öfter an einem Pistolenshot, dass ihr Kopf platzt, dann sind sie direkt tot. Aber kann auch nur Einbildung sein, aber ich glaube, du merkst es schon tatsächlich. Es sind nicht nur irgendwie 1-2%, ich glaube, es sind schon bestimmt 5% oder so. Aber da wären halt schon auch mal die genauen Stats interessant. Bin jetzt 45 Minuten in deinem Stream, das heißt abzüglich Pause und Startsequenz sind es heute ca. 35 Minuten. Ah, okay. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, gut, hast auch recht. Ich kann natürlich einfach 15 bis 20 Minuten wegrechnen von meiner Gesamt-Uptime, von meiner Gesamt-Streamzeit und dann weiß ich ja nachher, wie lange ich ungefähr fürs erste Kapitel gebraucht habe hier. Warum stehen hier diese roten Fässer überall? Chris an HQ, wir haben Peak Ash erreicht. Verstanden. Warum geht's hier hoch? Bravo Team wurde ausgesandt, um bei der Rettung zu helfen. Warten Sie auf weitere Befehle. Gut, ich brauche eine Pause. Macht ja gar keinen Sinn. Was ist das hier? 3-Meter-Turm oder was? Verdammt. Ah. Vielleicht macht's doch Sinn. Wir wurden entdeckt. Wir sind genau über uns. Hast du eigentlich auch Urlaub mit Nix oder? Wie kommst du, dass du um die Uhrzeit hier in den Genuss kommst, meinen Stream zu schauen? Das Aiming, ne? Ich muss irgendwie gucken, ob ich das umstelle. Seht ihr das? Seht ihr das, dass dieser rote Punkt nicht in der Mitte von meinem Fadenkreuz ist? Der bewegt sich einfach. Das ist doch ultra irritierend. Ich bin gerade so froh, dass ich hier oben bin, ne? Oh, Alter, lass ihn in Ruhe. Alter. Also diese Explosionen von den Fässern sind auch schon immer echt größer, als man denkt. Also da treffe ich teilweise Gegner mit, wo ich mir denke, niemals sind die noch in der Range von der Explosion, aber irgendwie erwische ich sie dann trotzdem noch. So, guck mal. Ciao. Wer schießt denn hier noch? Junge, wer seid ihr denn? Ich dachte mir vorhin noch, was machen die scheiß roten Fässer hier? Wir sind ja nicht mal Gegner. Wow, 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 wow! Wer hat dir erlaubt, hier hoch? Nein! Gottes Willen, der verwandelt sich hier oben, Alter. Das... Sehr gut. Sehr gut. Haben wir es dann? Nee, gell? Hey, Leute!
Nice. Alles klar? Bravo Team, Waffen sichern. Lass keinen Jabo entkommen. Endlich. Ja, aber... Wähl dir Ziel aus, dann beenden wir das. Das Game muss mir ja nicht den nächsten Gegner anzeigen, Alter. Den sehe ich ja selber. Ich aim ja auf ihn. Aber ich will doch mit meinem Fadenkreuz zielen und nicht mit dem roten Punkt, der sich hin und her bewegt, Alter, wie auf Crack. Aber vielleicht ist es, das Game ist ja eigentlich ein... Nee, du bleibst mal bitte... Okay, wir müssen auf Sturmgewehr wechseln, weil ich habe keine Pistolenmunition mehr. Das Game ist ja ein PlayStation-Port. Vielleicht ist einfach dieser rote Punkt, das war halt der Aim Assist auf dem Controller. Das kann natürlich auch sein. Weil auf dem Controller gab es ja sicherlich Aim Assist. Alle BOBs wurden eliminiert. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier einmal ganz entspannt unseren Loot einsammeln. Unseren wohlverdienten Loot. Es war gar nicht so viel. Dafür, dass wir gerade 25 Gegner erlegt haben hier oben, war das echt wenig Loot. Aber egal. Krank geschrieben, sonst Schichtdienstleister. Ach, Schichtdienstler. Aber auch mal vormittags kein Dienst da, geil. Geht klar. HQ an Alpha, Ihre Mission liegt vor. Retten Sie also bei mir der ersten und der siebten Etage und verlassen Sie das Gebäude. Sobald alle Teams raus sind, wird die Bombardierung gestartet. Bei mir ist das höchste der Gefühle ist Spätschicht. Das heißt, anstatt von 7 bis 3 arbeite ich halt von 10 bis 6. Ist ganz geil teilweise, weil du kannst halt auch mal dann bis 1 Uhr nachts zocken. Aber du bist halt auch bis 18 Uhr auf Arbeit. Das heißt, es ist halt einfach zumindest im Winter fucking dunkel, wenn du da rauskommst. Aua. Steh auf. Okay, er steht einfach genau hinter mir, ne? Schönen Ellenbogen gibt's da. Den Move kann ich nicht ernst nehmen, Junge. Den Move kann ich nicht ernst nehmen. Sorry, aber... Diese Wrestling-Moves, die reißen mich jedes Mal hier so aus der Immersion raus. Ich kann das nicht ernst nehmen. Ich hab so Bock einfach... Jetzt so Bock mal wieder so ein richtig geiles Singleplayer-Game zu zocken. So Red Dead Redemption-mäßig, The Witcher-mäßig. Mit so ein paar Loot-Aspekten auch. Also, dass du deine Ausrüstung verbesserst mit Loot und so... Aber es gibt einfach gerade nichts. Zumindest nichts, was ich nicht schon gezockt hätte. Aber der Move killt sie immer. Der war auch nicht schlecht. Sicher. Also Avatar ging noch am ehesten in die Richtung, aber Avatar hat mich dann gegen Ende schon auch irgendwie enttäuscht. Also es war geil, die Grafik war... glaube ich, die geilste Grafik seit langem in einem Videospiel. Aber so das Gesamtkonzept vom Game war dann irgendwie doch... Ah, nee. Wo müssen wir denn hin? Hier links? Hier war ich doch gerade. Ging es hier weiter? So, rote Tür. Meine Dienste sind wenn dann 8 bis 16 oder 16 bis 0. Alter, holy shit.
Ja gut, wir sind halt nicht in der Produktion, wir sind halt im Endeffekt ein Dienstleister. Also, eine Niederlassung, Autohaus. Dementsprechend haben wir natürlich wie ein normaler Einkaufsladen offen sozusagen. Okay, wir müssen hoch, das heißt, wir schauen erstmal hier rein. Hier stark. Warum ist hier so viel? Warum ist es hier so groß? Normal hätten wir hier gar nicht hingehen müssen, oder? Normal wäre der Weg oben weitergegangen. Oder ist... Oh! Sweet. Alter, 2000. Okay, schade. Ich dachte 5, aber egal. Im Krankenhaus, Rettungsstelle. Oh, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe auch eine Zeit im Krankenhaus gearbeitet. Aber, also Respekt vor dir hier an der Stelle. Mir ging's mega auf die Psyche, im Krankenhaus zu arbeiten. Das hat mir absolut nicht gut getan. Es hat Spaß gemacht und so, auch gerade den Leuten zu helfen. Und gut ist wie heute, wo ich jetzt arbeite. Die meisten Leute sind dankbar, aber es gibt halt immer ein paar Arschlöcher. Aber die meisten merken ja, dass du ihnen eigentlich nur helfen willst und sind dann schon auch dementsprechend dankbar. Das ist natürlich geil. Aber so dieses ganze Tod und Krankheit um mich rum, ich kam nicht damit klar. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, alles klar, ich muss irgendwas anderes machen. Warum stehen die hier so? Hä, wer ist das denn, Junge? Alle auf ihn eintreten, Alter. Da rein. Okay, Junge, wisst ihr was? Dann macht's alleine. Ich quetsche mich hier nicht mehr in den Raum rein und krieg dann auf die Fresse, weil ich mich nicht bewegen kann. Jetzt hier hinten. Also ich muss sagen, bis jetzt finde ich die Heal- und Munitionsressourcenverteilung generell, muss ich sagen, finde ich hier die Kampagne bis jetzt deutlich besser als die erste mit Leon. Die Geiseln sind genau vor Ihnen. Eliminieren Sie anwesende Feinde und holen Sie die Leute raus. Also auch hier so als Team mit den Soldaten rumzulaufen, finde ich deutlich angenehmer als die erste Kampagne. Wir haben neue Gegner, wir haben widerliche Spinnengegner hier. Was machen die? Junge, die klauen die Boys. Nein! Die klauen meine Geiseln. Die blöden Wichser. Aber die wollen bestimmt, dass ich ihnen hinterher renne, oder? Und dann ist es eine Falle. Wir haben, glaube ich, auch... Oh shit, ich darf nicht auf die Geiseln schießen, ne? Was macht er? Was ist mit ihm? Junge, wie viele? Warte mal, wir haben doch fucking Handgranaten. Schau. Nice. Sehr gut. So, schönes Tic-Tac.
Hä? Was jetzt? Retten Sie die Geiseln. Hä, Q war doch unser. Ach so, mein Navi funktioniert nicht. Ich muss einfach die Geiseln finden. Okay, und der ist irgendwo da hinten, der Boy. Warte mal, lag da was? Ja, eine Granate. Sehr gut. Mal kurz im Lurk. Kind möchte Mittagsschlaf machen. Ich bin gerade erst aufgestanden hier. Imagine, ich würde jetzt schon wieder schlafen gehen. Okay, was? Oh, sehr gut. Ich hatte so Angst, dass ich sie erschieße, ne? Alpha an HQ. Geiseln auf der 7. Etage sicher. Wo ist die andere Geisel? Ein Stockwerk über Ihnen. Beeilen Sie sich. Delta 2 an HQ. Alle Geiseln im obersten Stock. Sind warte mal, sicher. Aber. Verlasse jetzt das Gebäude. Haben wir hier alles? Sind wir hier bis zum Ende durchgelaufen? Haben wir alles erkundet? Oder gibt's hier noch irgendwas? Ah, hier gibt's noch was. Sehr gut. Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, mein Uptime-Rekord sind ja gerade. Verpiss dich mal bitte. Mein Uptime-Rekord sind ja gerade irgendwie 18 Stunden. 13. Wollen wir den knacken? Kann ich mich noch wieder voll heilen auf. Auch eins. Weil es gerade echt einfach Bock macht zu streamen. Jetzt habe ich in den nächsten 2 Monaten habe ich relativ viel Urlaub. Kann es gut sein, dass wir die 13 Stunden irgendwann mal knacken. Ah, shit. Jetzt kommt wieder so ein Boy, gell? Sehr gut. Geisel nicht erschossen. Da kam noch einer. Etage sicher. Alter, es ist nice. Noch einer auf der ersten Etage. Noch einer auf der, also noch weiter runter. Hier. Alle Geiseln auf der 15. Etage sind sicher. Verlasse jetzt das Gebäude. Okay, bleiben nur noch wir. Er steht. Was jetzt? Habe ich gestern auch zu meiner Freundin gesagt. Ich steige durch das Dach. Helfen Sie mir. Roger! Roger. Also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt nichts passiert hier in diesem fucking Aufzug. So, er kann mich hochholen? Ja. Roger. Ah. Es wird doch trotzdem irgendwas. Der, ja, klar. Wir leben auch noch. Die Rakete ist in unsere Fresse geflogen, aber wir leben natürlich. Wir fliegen nur weg. Alles in Ordnung. Wir fliegen nur weg. Aber warum ist es immer der Rocket Launcher, Alter? Immer wenn irgendwas schief geht, es ist immer ein Rocket Launcher. Boah, fick dich, Junge. Alter, hat das. Okay, das hat Damage gemacht. Eigentlich hättest du uns natürlich töten sollen. Rein logisch gesehen. Aber rein spieltechnisch gesehen hat es uns
trotz allem schon echt viel Damage gemacht. Noch eins bitte. Danke. Das war unnötig. Weil halt genau in... Darf ich darüber? War halt genau in der Sekunde, wo ich geguckt habe, ob er noch da ist, kam schon die Rakete. Wir scheinen hier nicht willkommen zu sein. Komm ich irgendwie da rüber? Da schaffen wir die. Alter. Kann ich vielleicht... Alter, das Menü sieht ja komplett anders aus. Kann ich vielleicht den Aim Assist einfach ausmachen? Automatisches Nachladen. Einstellung für die Zielhilfe. Ja, okay, und jetzt legen Sie das Punktvisier als Zielhilfe fest. Laservisier als Zielhilfe fest. Wie mache ich es aus? Was habe ich jetzt? Wie sieht es jetzt aus? Oh, jetzt habe ich ja gar keinen Fadenkreuz. Ich will es ausmachen, Junge. Ich will keine Zielhilfe. Das ist doch Müll. Oh, ich kann das nicht mehr, Junge, dieses Game. Mir nach. So, komm mal her, damit ich hier rum kann. Kann ich da rum? Hä, ich will die Bomb... Hä? Alter, wer denn? Und wo? Alter, ich muss da jetzt eine Granate reinwerfen. Da sind so viele, Junge. Aber die muss halt treffen. Mann! So, jetzt komm schon. Oh, die war gut. Die verwandeln sich alle. Ich habe keine Muni mehr. Sehr gut. Okay, jetzt mal wieder eine rein logische Frage. Warum sind hier Boxen, wenn ich da nicht hin kann? Ach, wahrscheinlich für einen Koop, oder? Wenn er jemand durch einen echten Spieler gespielt wird, dann kann er im Koop diese Kisten aufmachen und looten. Aber ich kann es nicht, wenn ich im Singleplayer... Naja, okay. Auch komisch gelöst, Alter. Lass mich doch einfach da hingehen. Da ist nichts mehr, alles klar. Hier ist noch was. Alter, ich hätte auch so Bock, einfach Elden Ring zu zocken. Oh, was haben wir hier? Nice.
Elden Ring oder Dark Souls 3 hätte ich auch so hart Bock drauf, aber das sind alles so Mammut-Games. Das sind halt keine so, ich zock's mal zwischendurch-Games. Nein, 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 nein. Ich will noch nicht runter. Chill, chill. Fuck, da oben lag eine Box, die habe ich zu spät gesehen. Wenn wir Glück haben, kommen wir irgendwie wieder hoch, aber sieht nicht danach aus, ne? Jawohl. Ja, das war cool mit der Zeitlupe. Geisel im Erdgeschoss sicher. Das war ganz cool. Verstanden, Alpha. Und jetzt raus da. Scheiße, ich komme da wirklich nicht wieder hoch, ne? Aber ich finde auch, dieses Game hier sieht irgendwie, es sieht nicht schlecht aus. Also, aber es sieht einfach im Vergleich zu einem The Witcher, wo ein halbes Jahr später kam. Es sieht so, also wie der Fünfer einfach. Es sieht so verwaschen aus, so ein bisschen. So die Texturen und alles. Also es ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit The Witcher, Alter. Oder Mass Effect 2, das sah ja auch deutlich geiler aus. HQ, komm. Allen Geiseln geht's gut. Alpha Team ist raus. Verstanden. Bombardierung gestartet. Mist, wir sitzen in der Falle. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht kommen wir jetzt wieder hoch. Auf der dritten Etage ist die Ausgang. An der Westseite des Gebäudes befindet sich ein Balkon. Beeilung. Da waren wir schon. Warte mal. Wie viele sind wir eigentlich? Sind wir noch zu zweit oder sind hier noch welche von unseren Boys unterwegs? Alter, das war eine fucking große Rakete und eine fucking kleine Explosion im Vergleich dazu. Okay, wo müssen wir hin? Ey, was? Junge, ich dachte, wir sind in einer fucking Cutscene. Das Geile ist, ich wollte gerade noch sagen, geil, wie das Game uns stressen will, aber ich lasse mir einfach mega... Mein Game hat sich beendet. Einfach aus dem Nichts. Ach ja, die guten Konsolenports. Es hat sich einfach beendet. Ja, wir müssen alles nochmal machen. Oh, das war mindestens gerade eine halbe Stunde, Alter, Progress. Den ich jetzt verloren habe, weil ich dieses Drecks-Game einfach... Oh mein Gott. Sowas ist halt übelst unbelohnt. Also sowas ist halt übel unbelohnt. Alter, von wo denn... Alter, das ist aber auch so scheiße, ne? Kein Wunder, stehen die immer auf einmal in mir drin, Alter, und ich höre sie nicht kommen. Sie spawnen einfach genau neben mir, Junge. Wie schlecht ist das denn? Sie spawnen einfach in mir drin. Weiß nicht, dass sie wenigstens irgendwie so halbwegs realistisch... Lass sie doch von außen durch ein Fenster klettern oder irgend so eine Scheiße. Nee, sie erscheinen einfach neben dir. Oh mein Gott, ich bin so froh, wenn wir dieses Game durch haben. Ich wollte es gerade so ein bisschen loben, das Game. Also vorhin.
Ich gerade habe ich so gesagt, ja, komm, die Kampagne hier ist schon besser wie die erste und ist nicht ganz so scheiße. Und dann geht's hier echt den Bach runter. Dann geht's hier im Bach runter. Aber eins verspreche ich euch. Wenn ich jetzt nochmal... Wenn das Game sich jetzt nochmal nachher an derselben Stelle beendet, dann werde ich es einfach Alt-F4'en. Und was anderes zocken. Ich schwör's euch. Also ich mache das hier nicht ein drittes Mal. Generell glaube ich. Also wenn wir jetzt in diesem Game hier... Wobei, die erste Kampagne hatten wir gar keine Probleme. Aber wenn das Game jetzt hier anfängt, regelmäßig abzustürzen... Ich glaube, allerspätestens dann bin ich raus. Bitte mach mit ihm die Box kaputt. Ja, geil. Wie scheiße die auch sind, ne? Er hängt da einfach von der Decke, die stehen zu viert in diesem Raum rum und machen einfach nichts. Was war hier noch? Gar nichts, oder? Hey, wo kommt er denn her? Ach so, er ist der mit der Geisel. Alpha an HQ. Ja, ja. Also, für alle... Für alle, die gerade neu rein sind... Ich skippe jetzt die Cutscenes, weil wir... Das Game ist gerade gecrashed, wir zocken das gerade zum zweiten Mal. Also da muss ich mir die Cutscenes jetzt nicht nochmal reinziehen. Meine Kamera spinnt jetzt irgendwie. Verpiss dich. Muss ich hoch oder runter? Hoch. Der ist ja gerade an einem Kick gestorben. Okay. Alter, warum ist er nicht mehr in der... Warum ist er jetzt nicht mehr in der Mitte von meinem Sichtfeld? Warum sieht das jetzt so... Dieses Game, Junge. Vor allem das Game ist halt 11 Jahre alt, ne? Also warum fixt man solche Bugs nicht? Irgendwann mal, in diesen 11 Jahren. Hey, wo ist das Viech jetzt? Steh mir nicht im Weg, Mann. Danke. Ich habe einfach irgendwo hingeschossen, gehofft, dass ich die Geisel nicht treffe. Es ist noch
einer auf der ersten Etage. Warte mal, das sieht gerade ein bisschen so aus. Spieleinstellungen. Steuerung. Bevorzugte Waffenhand. Dankeschön für deinen Follow. So. Dann die letzte Geisel im Erdgeschoss. Let's go. Er hat sich die Kamera... Hat sich die Kamera verändert oder denke ich das nur? Also ich bin gerade echt am Überlegen, ob das nur Einbildung ist, aber es sieht übelst weird aus. Er war doch vorne in der Mitte vom Bildschirm, oder? War er schon die ganze Zeit rechts? Oder links, auf jeden Fall irgendwo anders. Irgendwas bin ich hörend, Alter. Irgendwo ist hier eine. Oh, mein Inventar ist voll. Das ist natürlich schlecht. Alter Junge, haben wir viel Sturmgewehrmuni. Egal, ich glaube, wir kommen hier nachher eh nochmal lang, oder? Nee, kommen wir nicht. Aber ich will den Heal halt hier auch nicht liegen lassen. Go. Delta One an HQ. Alle Geiseln auf der 15. Etage sind sicher. Ich kann es nicht skippen. Schade. Okay, bleiben nur noch wir. Er steht. Was jetzt? Ich steige durch das Dach. Helfen Sie mir. Geht klar. Ich meine, das einzig Gute an der Sache ist, dass wir diesmal den Raketenwerfer-Typ killen können, bevor er uns ein zweites Mal trifft. Roger. Also, dass wir das überleben, ist halt immer noch lächerlich, ne? Lass ihn doch wenigstens irgendwo hinschießen, wo wir nicht sind und nicht 10 Zentimeter neben uns. Also dann würde ich ja noch einsehen, dass wir das Ganze überleben. Aber er schießt genau unter unsere Füße. Und wir fliegen einfach nur weg. I love it. Oh shit, der hat ja eine Minigun. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen, ne? Die haben alle Miniguns, oder was? Okay, bitte steh auf, steh auf, steh auf. Mir nach.
So. Ich weiß gar nicht, was machen wir, wenn das Game jetzt nochmal abkackt. Zocken wir dann was ganz anderes? Zocken wir dann einfach die nächste Kampagne? Egal, wir hoffen einfach mal, dass es funktioniert. Hier Delta One, habe das Gebäude verlassen. Hier HQ, verstanden. Waren, glaube ich, 5000, ne? Sehr gut. Geisel im Erdgeschoss sicher. Verstanden, Alpha. Und jetzt raus da. Ja. Verstanden. Mist. Katzen, die wir schon kennen. Was machen wir jetzt? Let's go. HQ an Alpha. Auf der dritten Etage ist ihr Ausgang. An der Westseite des Gebäudes befindet sich ein Balkon. Beeilung. Hä? Jetzt ist er wieder... Es war tatsächlich... Also es war wirklich weird. Jetzt ist er nämlich wieder auf der linken Hälfte vom Bildschirm und jetzt kommt es mir auch nicht mehr so komisch vor. Also irgendwie hat es ihn... Die Bombardierung des Gebäudes steht kurz bevor. Flugzeuge sind im Anflug. Bitte funktionier. Bitte funktionier. Gott sei Dank. Hier hat sich gerade nämlich unser Game beendet. Nee, warte mal. Hier hat sich nicht unser Game beendet. Wir sind denen wohl egal. So weit waren wir vorhin tatsächlich schon. Es war eine andere Tür, die wir eingetreten haben. Wo müssen wir hin? Das Gebäude macht's nicht mehr lange. Pierce heißt er. Genau, Pierce. Habe ich mich vorhin schon gefragt. Nee, warte mal. Hä? Nee, hier waren wir vor... Hier waren wir nicht vorhin. Okay, Gott sei Dank, dann ging's. Dann ist das Game nicht wieder abgekackt. Okay, perfekt. Nee, ne? Captain? Finn.
Rang S, Alter. Nice. Eine Erkennungsmarke. Okay. Kann die was? Kann die was? So. ...18,8. Wir können uns eigentlich von den Sachen, die ich skille, können wir uns nichts leisten, ne? Und bevor ich jetzt anfange, irgendwas Neues zu skillen... Nee. Wir sparen. Wir sparen. Zusammenhalten. Niemand ist entbehrlich. Ganz genau. Und auch wenn alle hier bereit sind, für unsere Sache zu sterben, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Lass dich zusammenfinden. Sorry, Sir. Niemand wird zurückgelassen. Nicht bei mir. Verstanden? Geil, Alter. Finn, Statusbericht. Hier in der Rede. Ja, Sir. Sehr gut, gefällt mir. Guerilla setzt eine neue BOW-Spezies ein. Die Führung nennt sie Javu. Sie sind äußerst intelligent und sind die Spinnenboys. Die Eigenschaft als direkte Reaktion auf körperlichen Schaden zu mutieren. Gut, alle wissen, was zu tun ist. Wir teilen uns in drei Teams auf. Los, alles klar. Ja, Sir. Du bist der Neue, hm? Ja, Sir. Finn McCauley, Sir. Ich weiß, du hast Angst, Finn. Ich weiß jetzt schon, dass Finn stirbt. Ja, Sir. Ich werde mein Bestes geben. Gibt's irgendwas Offensichtlicheres, als dass Finn sterben wird? Also, sorry, aber wenn er nicht einen tragischen, ekelhaften Tod stirbt in diesem Game, dann weiß ich auch nicht. Ist doch immer so, der Neue, der Angst hat, der stirbt doch dann immer als Erstes, damit es dir so voll leid tut. Boah, das war der Neue, der war noch voll jung. Safe. Safe stirbt er. Alle Mann aufschwärmen. Feuer erwidern. Kommen HQ. Darf ich, da haben wir eine Minigun oder so? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hätte ich schon mehr gefühlt jetzt hier, wenn wir so eine Fahrzeugmission, wie wir hier durchfahren, auf so ein Ding drauf. Ey, du dummer Penner, das bin ich. Wie wir hier durchfahren, so eine Minigun haben. Okay, kann ich hier in Deckung gehen irgendwie? Nee, ne? Ah, doch, kann ich. Nein! Ich wollte in Deckung gehen, nicht drüber springen. Oh, wir sind am Arsch. Oh, fuck. Okay, weißt du was? Scheiße voll. Warum? Wie? Wer ist er denn? Ich mache ihm gar keinen Damage, ne? Hey, wer schießt denn bitte noch von wo auf mich? Junge, da oben drin. What the? Junge, da hinten ist ein fucking MG. So, hier sollte ich eigentlich safe sein. Jetzt will ich ihn auch mal treten. Da habe ich auch Bock.
Ja, geil. Das funktioniert sogar. So. So, wie komme ich jetzt... Okay, der muss auf jeden Fall sterben. Mit dem fucking Rocket Launcher. Sehr gut. So, und natürlich dieses scheiß MG. Das nervt mich momentan am meisten. Keine Chance, oder? Ich treffe den nicht. Fuck. Aber wie komme ich... Was ist denn dieser Dampf? Eigentlich nichts Gutes, oder? So. Ja, aber also Inventarverwaltung ist mit ihm hier, glaube ich, deutlich schlimmer wie mit Lenny. Also mit Lenny hatten wir deutlich mehr Inventarplätze. Also wir hatten nicht mehr Inventarplätze, aber wir haben weniger gebraucht. Warum auch immer. Ich glaube, weil wir mit ihm einfach mehr Munition finden und so einen Scheiß. Ich frage mich eh, an welchem Punkt im Game, also in welchem Game war es jemals gut, begrenzte Inventarplätze zu haben? Also es gibt vielleicht ein paar Mechanics, wo ich sage, da macht es vielleicht Sinn. Aber ich dachte mir noch nie, Digga, wer ist er? Ich habe mir noch nie gedacht, geil, Junge. Geil. Das Item passt nicht mehr in mein Inventar. Was ein gutes Spiel. Das ist doch keine geile Mechanik, Alter. Jetzt mal von irgendwelchen Crafting-Games, wo das vielleicht Sinn macht, dass man nicht so viel tragen kann, mal abgesehen. Aber okay, wir müssen... Okay, hier wechsle ich mal die Waffe, ne? Alter, chill die mich. Ist das, sollen wir hier oben sein? Ist das gut oder soll ich da jetzt runterspringen? Kann ich gar nicht, ne? Ja, wäre super, ne? Die Frage ist, rennen wir jetzt einfach nur oder macht es Sinn, wenn ich hier meine... Halten wir durch, bis das gepanzerte Fahrzeug... Okay. Weil ich weiß halt... Okay, es macht tatsächlich Sinn, wenn wir die Muni verballern. Glaube ich. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Geh da hoch. Ist gut. Will ich hier sein? Also, ich würde vermuten, wenn er uns packt, sind wir tot. Hey, wer schießt denn auf mich? Junge, hier sind auch normale Gegner, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Geh da hoch. Junge, Junge. Ich wollte eigentlich links weiter rennen und nicht hier hoch, aber ist egal.
Ich wollte gerade sagen, er kann bestimmt hier reingraben, oder? Sehr gut. Wir gehen mal eins weiter. Ich glaube, ich muss niesen. Muss ich? Glaube ich hier weg. Hier ist glaube ich ganz scheiße, ne? Ah, fuck. Oh shit. Okay, ich habe heute Morgen schon einmal genossen, wo ich aufgewacht bin. Jetzt sind es insgesamt dreimal heute. Beim vierten Mal wird es komisch. Es wäre natürlich elementar geil, wenn ich jetzt in meinem Urlaub krank wäre. Aber ich war seit 2 Jahren nicht mehr krank. Von dem her bin ich da tatsächlich relativ entspannt. Bitte überfahr mich nicht wieder. Vielen Dank. Biester waren riesig. Ich wusste nicht, dass die BOWs so groß werden. Wir geben ihnen etwas Neues. Sie können Monster erschaffen wie sie wollen. Was ist BOW, Junge? Breath of the Wild. Ich merk's, wie der Panzerwagen mit Deckung gibt, ne? Super. Richtig geile Deckung. Lucky. Tritt ihn. Sehr gut. So. Ach fuck, by the way, habe ich vorhin tatsächlich vergessen zu gucken, wie lange wir jetzt für das erste Chapter gebraucht haben. Aber eine Stunde kommt tatsächlich ganz gut hin. Doch eine Stunde kommt hin, weil wir haben ja den letzten Teil haben wir auch zweimal gespielt, weil das Game abgekackt ist. By the way, Sound läuft einfach weiter. Kein Problem. By the way, machen wir hier einen ganz kurzen Break, zumindest auf YouTube, und sehen uns in der nächsten Folge wieder.